Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem Video mit dabei bist. Es ist mittlerweile wieder Zeit für einen wirklich neuen Flottendreier, aber halt, du wirst schon bemerkt haben, das Video heißt nicht Flotter Dreier, sondern Dreifache Freude. Das hat einen einfachen Grund, YouTube mag es nicht, wenn ich meine Videos Flotter Dreier nenne und schlägt sie euch dann nicht mehr vor. Das sieht man dann in der Viewerzahl und ich möchte natürlich schon, dass meine Videos gesehen werden. Mal ganz davon abgesehen übrigens, dass es die Videos auch komplett demonetarisiert. Deshalb habe ich im Community-Tab, wer noch nicht weiß, was es ist, YouTube hat an der Übersichtsseite so 6 Reiter, da kann man in den Community-Tab reingehen und da poste ich ab und zu mal etwas. Die Frage gestellt, wie wir denn dieses Format von nun an zusammen nennen wollen, weil Flotter Dreier geht ja dann leider nicht mehr. Und da hat ein ganz einfacher, netter Name gewonnen, und zwar die Dreifache Freude. Das heißt, heute sozusagen die erste offizielle Dreifache Freude. Günstige Autoausrüstung, viel Spaß dabei. Beginnen wir heute mit der ersten Dreifachen Freude bzw. 22. Flotten Dreier günstige Autoausrüstung mit einem feinen Messer. Dem Jin 02 von Y-Start, einem nicht § 42a-konform Klappmesser für knapp 25 Euro. Natürlich, je nachdem, wo ihr es bestellt, bekommt es aus China noch ein bisschen günstiger. Das Jin 02 hat eine Klinge aus angeblichem D2-Stahl, aber eigentlich ist es ein 8CR13 MOV, was ein 440C-ähnlicher Stahl ist und dabei G10 Griffschalen und wiegt damit 130 Gramm. Die Gesamtlänge beträgt 19,8 cm und die Klinge an sich hat eine Länge von 8,7 cm mit einem Axis Lock. Die Griffschalen sind mit 2 Schrauben fixiert, die Klingenläufigkeit lässt sich mit der großen Schraube oben anziehen und lockern und am Ende des Messers gibt es ein kleines Lanyard Loch. Das Messer fühlt sich gut in der Hand an und kommt mit einer ordentlichen Schärfe daher. Schnitzen und Kochen stellt kein Problem dar. Die Klinge ist etwas filigraner und spitzer, als man das sonst gewohnt ist. Das gibt dem Ganzen eine elegante Form, wie ich finde, und macht das Stechen einfacher. Macht das Messer dazu aber auch empfindlicher bei harten Arbeiten. Die Griffschalen haben eine angenehme Form, in der sich die Hand wohlfühlt. Wieder ein günstiges Klappmesser für einen angenehmen Preis, vom Handgefühl und Design für mich weiter oben als die üblichen China-Klapper es sind. Es sind 4 verschiedene Farben zu haben, natürlich auch unauffälliger als diese hier. Als zweites ein kleines Gimmick, mit dem man beim Kochen viel rausholen kann an Bequemlichkeit. Eine Alu-Griffzange für den robusteren Gebrauch, ein typisches Low-Budget-Produkt. Diese Zange ist dazu gedacht, einen Topf oder Schale ohne Henkel oder zu heißem Henkel aus dem Feuer zu holen. Besonders praktisch natürlich, wenn man ein Kochgefäß ohne Griff hat. Wie bereits erwähnt, damit natürlich ein Low-Budget-Ding. Die Zange wiegt nur 44 Gramm und hat die Maße 13 x 2,8 x 4,5 cm. Dabei gibt es natürlich hunderte verschiedene Anbieter, von 3 Euro aus China direkt bis 13 Euro von Tatonka und ähnliches. Meine Version für 7 Euro habe ich dir unten verlinkt. Es heißt dreifache Freude dieses Video, weil es dreimal Ausrüstung anzusehen gibt. Das dritte ist eine BPA-freie Trinkflasche von Anoji. Diese ist faltbar und wiegt fast nichts. Die Flasche fasst 500 ml, wiegt 33 Gramm und lässt sich sehr leicht zusammenfalten. Die Handhabung ist, wenn man feste Flaschen gewöhnt ist, erst etwas seltsam, funktioniert dann aber gut, muss ich sagen. Ich lernte sie auf meiner Heidschnuckenwanderung schätzen. Gerne habe ich sie benutzt, um mir mit etwas Pulver was trinken fertig zu machen, um schnell am Wegesrand sie mit Wasser aufzufüllen, nachdem sie in der Hosentasche zusammengefaltet war. Zum Beispiel, wenn man mal an einem Friedhof gerade vorbeikam, dann kann man sie leer einfach schnell aus der Tasche rausholen und sich einen halben Liter on the fly sozusagen mitnehmen. Für 10 Euro ist sie zwar nicht teuer, aber auch nicht günstiger als die typische Nalgene-Flasche, die dafür natürlich härter ist und 1 Liter fasst. Dafür ist sie leichter und faltbar. Mir persönlich gefällt diese Art von Flasche auf ausgewählten Touren, hauptsächlich Mehrtagestouren. Auf meinen Bushcraft-Touren ohne oder mit nur einer Übernachtung nehme ich weiterhin meine Nalgene-Flaschen mit. Tja, der Flotte Dreier im neuen Gewand, aber im Prinzip ja das gleiche wie vorher. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, wie immer auf diesem Kanal natürlich zu Outdoor-Ausrüstung. Einfach mal durchklicken für den regnerischen Nachmittag. Und auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren und unten in der Videobeschreibung wie immer alle Links, auch natürlich zu der Ausrüstung aus diesem Video, aber auch zu meiner Insgesamtausrüstung, was ich so favorisiere und dir empfehlen kann. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.